So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Community Call des Kompetenzverbundes Lernen Digital in diesem Jahr. Es geht heute um das Thema Transferansätze zwischen Wissenschaft und Praxis. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir werden uns in den folgenden knapp 60 Minuten mit verschiedenen Transferverständnissen und Transferansätzen befassen. Und das machen wir nämlich aus der Sicht der Wissenschaft, der Bildungsverwaltung und auch der Schulpraxis. Und es soll dabei auch um Herausforderungen und Hürden gehen und vor allen Dingen aber auch um Gelingensbedingungen. Und all das diskutiere ich natürlich nicht alleine mit mir selbst, sondern mit drei wunderbaren Gästen, die ich jetzt gleich auch noch mal vorstelle. Also ich freue mich zuerst, dass ich die Runde heute hier moderieren darf. Mein Name ist Judith Erlmann und ich leite das Broker-In-Team im Kompetenzzentrum Schulentwicklung. Und die viel wichtigeren Leute heute hier in der Runde, das sind meine drei Gäste und die stelle ich jetzt noch mal kurz vor. Es geht los mit Manuela Endberg. Manuela ist akademische Rätin auf Zeit in der Fakultät für Bildungswissenschaften an der Uni Duisburg-Essen. In der Arbeitsgruppe Bildungsforschung leitet sie den Forschungsbereich Schulentwicklung und Digitalisierung. Und im Rahmen der Lernen Digital Transferstelle leitet sie ein Teilprojekt zu MultiplikatorInnen und betreut BrokerInnen-Aufgaben im Bereich Schulentwicklung. Willkommen, schön, dass du da bist, Manuela. Hallo in die Runde, schön, dass ich hier sein darf. Hallo. So, dann geht es weiter mit Johanna Gesang. Johanna ist Projektleitung der Clearingstelle Evidenzbasierte Pädagogik im Arbeitsschwerpunkt Transferwissenschaft Praxis in der Qualis NRW, also der Qualität- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule, langer Name. Dir auch ein herzliches Willkommen, Johanna. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Danke, ich freue mich. So, und dann fehlt uns noch der Florian Nuxoll. Florian ist Lehrer für Englisch und Gemeinschaftskunde an der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen. Und außerdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Tübingen und entwickelt dort intelligente Tutorsysteme für das Fach Englisch. Hallo Florian, schön, dass du da Hallo. bist. Hallo, grüß euch. So, also bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, habe ich noch so ein paar organisatorische Hinweise, wie üblich. In den Community Calls sind wir per Du. Ich hoffe, das passt für alle. Und wir zeichnen die Community Calls immer auf. Das heißt, wenn ihr nicht mit Klarnamen in Erscheinung treten wollt, dann geht jetzt am besten noch mal einmal aus dem Community Call raus, passt dann die Einstellungen an und dann kommt aber gerne auch wieder zurück. Als TeilnehmerInnen seid ihr generell stumm geschaltet. Das ist hier so, aber wir freuen uns sehr über Fragen, Anregungen und auch Meldungen im Chat. Nutzt den Chat auch gerne, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich habe immer ein Auge auf jeden Fall auf den Chat und versuche dort auch Fragen oder Diskussionspunkte auch hier mit in die Runde zu streuen. Genau. Und wenn es schon um euch, also um unsere Zuhörenden und Zuschauenden geht, dann interessiert uns jetzt hier in der Runde brennend, aus welchen Bereichen ihr denn kommt. Und dafür haben wir eine Umfrage vorbereitet. Die share ich jetzt mal mit euch. So. Die müsstet jetzt ihr jetzt sehen und was eintragen können. Super, ich sehe schon, die wird fleißig eingetragen. Ich sehe jetzt schon mehr als ihr. Ich klicke jetzt mal auf Ergebnisse. Es tut sich noch ein bisschen was. Ergebnisse präsentieren. So, jetzt seht ihr auch die Ergebnisse. Oh, über 50% kommen hier heute aus Hochschule und Wissenschaft. Das ist wunderbar. Wir haben aber auch eine ganz große pinke Gruppe, sonstiger Bildungsbereich und Zivilgesellschaft und auch eine große Gruppe der Bildungsverwaltung. Lehrkräfte sind Gott sei Dank auch mit dabei. Das ist gut. Und wir haben auch noch eine ganze Gruppe mit Sonstigen. Okay, gut. Das war Umfrage Nummer 1. Die würde ich jetzt einmal beenden und dann interessiert uns jetzt eben auch, ob ihr heute zum ersten Mal mit dabei seid oder schon sozusagen Community Call Profis. Das heißt, da starte ich jetzt auch einmal die Umfrage.
Die müsstet ihr jetzt auch sehen. Ah ja, ich sehe, ihr tut sich auch was. Ah ja, das ist spannend. Das haben wir, glaube ich, ganz selten. Wir haben eine 50-50-Verteilung von Leuten, die zum ersten Mal heute mit dabei sind und schon öfter mal mit dabei waren bei einem Community Call. Das ist toll. Das freut uns. Das heißt, wir müssen hier auch ordentlich Gas geben, dass wir die Newbies ein bisschen abholen mit diesem Format hier. Gut. So, wir kommen zurück hier in die Runde und ich würde sagen, dann legen wir mal los mit dem eigentlichen Thema. Es soll hier heute ja um Transferansätze gehen und ich stelle mal fest, je nachdem, mit welchen Menschen ich rede, dass sie beim Thema Transfer so ganz eigene Schwerpunkte setzen. Und das liegt sicherlich auch daran, aus dem jeweiligen Arbeitskontext, aus dem der Mensch dann eben auch kommt. Daher steigen wir doch vielleicht jetzt erstmal so ein. Was verstehst du, Manuela, als Wissenschaftlerin, ganz knapp zusammengefasst unter diesem Begriff Transfer? Ja, ganz knapp zusammengefasst, das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil der Transferbegriff ein sehr vielseitiger und hochkomplexer ist, wie ich finde. Ich würde mal ein bisschen anekdotisch einsteigen, da ich ja an der Hochschule arbeite und da auch mit dem Transferbegriff konfrontiert bin, den es sicherlich auch in dem, im Schulkontext so gibt. Die Transferleistung, die man dann häufiger auch in Prüfungen erwartet, in Abschlussarbeiten, wo es dann um das selbstständige Weiterdenken geht, das Reflektieren, das Diskutieren von Theorie, die man vorher reflektiert hat und rezipiert hat. Ja, also Transfer dann als eigene Denk- und Prüfungsleistung so gesehen, die man auch bewerten kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich in wissenschaftlichen, in Forschungsprojekten Transfer auch gerne mal prozess- und produktorientiert oder ergebnisorientiert verstanden, dass man eher so etwas, was ja woanders gut funktioniert hat, um das mal ganz pauschal zu sagen, auch transferieren kann, ein Transferprodukt quasi hat, das woanders dann hoffentlich auch gut funktioniert. Ich glaube, da kann man auch ein großes Fragezeichen hintersetzen, da werden wir sicherlich immer für das Gespräch auch noch drauf kommen, warum man da ein Fragezeichen setzen darf. Genau, aber ich glaube, diese Vorstellung davon, etwas funktioniert und kann woanders auch funktionieren, deswegen wird es transferiert, ist so der Ansatz, den ich hier mal reinbringen möchte. Okay, vielen Dank. Johanna, wie definierst du Transfer? Ja, ich kann mich, glaube ich, in einigen Punkten auch einfach an das anschließen, was Manuela gerade schon gesagt hat, weil ich ja natürlich auch noch nicht schon immer in der Qualis war, sondern ja auch eine wissenschaftliche Vergangenheit habe. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig, das so komplett abzugrenzen voneinander. Wichtig ist für uns auf jeden Fall seitens der Clearingstelle vor allen Dingen, Clearingstelle evidenzbasierte Pädagogik, dass wir uns vorrangig, nicht nur, aber vorrangig mit dem Transfer von Wissen beschäftigen, in vielen Kontexten eben mit wissenschaftlichem Wissen, also mit Evidenzen aus der Wissenschaft in die schulische Praxis, aber auch in andere Bereiche des Schul- und Bildungssystems hinein. Dass wir aber gleichzeitig auch versuchen, auch den Transfer in die andere Richtung auch mitzudenken, aus der Praxis heraus in die Wissenschaft hinein, was oftmals sehr, sehr schwierig ist und schon eine ganz große Herausforderung ist. Aber diese Perspektive wollen wir unbedingt auch mit bedenken und mit einfangen. Und wenn man jetzt nochmal überlegt, was ist denn dann aber überhaupt Transfer? Wie kann man das runterbrechen? Es gibt da ja ganz unterschiedliche Ansätze und Modelle. Und wenn man sich das klassischerweise anguckt, wird ja Transfer verstanden als etwas, das sich in einem Merkmal beispielsweise im Inhalt oder im Kontext oder in der Person unterscheidet, also von einer Situation in eine andere unterscheidet oder dass eine Person etwas übernimmt, was eine andere entwickelt hat beispielsweise, so könnte man das verstehen. Und wir merken aber auch in unserer Arbeit in der Clearingstelle, dass man mit der Definition auch relativ schnell an Grenzen stößt, weil auch noch andere Begriffe natürlich im Feld umherwabern. Ne? Also wann ist etwas nicht nur transferiert, sondern auch, also wann wird etwas transformiert beispielsweise, wann wird es implementiert. Das sind ja auch alles so Dinge, die in diesem Kontext mit bedacht werden müssen und auch mitschwingen. Und das, was wir natürlich oftmals nicht so ganz gerne haben, aber was einfach zum Transfer auch mit dazugehört, ist einfach auch die Diffusion. Also das heißt, der ungesteuerte Transfer, der eben nicht planmäßig vielleicht erfolgt, sondern durch
Mund-zu-Mund-Propaganda oder irgendjemand guckt sich irgendwo anders was ab. Das kann super gut sein, es kann aber auch eben schwierig sein, weil wir einfach dann vor Herausforderungen mit Blick auf Steuerungstätigkeiten, weil wir da dann einfach stehen. Genau, und das sind aber so die wichtigsten Punkte. Man kann da ganz viel mehr noch weiterdenken, aber ich glaube, für einen groben Umriss dessen, was wir unter Transfer verstehen, reicht das auch. Auf jeden Fall. Ich greife mal gerade das Stichwort Diffusion auf und würde dann direkt an Florian überleiten, weil in meiner Erfahrung als ehemalige Lehrkraft würde ich auch sagen, da ist viel Diffusion oft in der Schulpraxis. Aber wie siehst du das? Also Florian, wie definierst du Transfer aus Sicht der Schulpraxis? Ich muss hier gar nicht viel wiederholen. Also das meiste wurde gesagt und ich finde das tatsächlich Wichtige war, und ich merke es in meinen zwei Positionen, weil ich sowohl Lehrer bin als auch in der Wissenschaft dann tätig, dass diese beiden Richtungen extrem wichtig sind. Es ist zu selten noch, dass in der Wissenschaft wirklich bekannt ist, was die Bedürfnisse, Bedarfe in der Schule sind. Wenn man dann mit irgendeiner kleinen, für die Wissenschaftler dann wahnsinnig relevanten Fragestellungen kommt und der Kollege sagt, ja, das ist vielleicht Punkt 20 oder 40 oder 80 auf meiner Liste, warum ich gerade vielleicht struggle in der Schule, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann dieser Transfer nicht funktioniert. Also Transfer würde ich auch gerne dann noch wertend sehen, ist für mich etwas, das etwas in der Schule verändert, was aber auch ja, die Bedarfe der Schule anspricht. Ansonsten wird es auch im Endeffekt gar nicht zum Transfer kommen, weil die Kollegen werden es nicht annehmen. Ja, das ist jetzt schon auch die super Überleitung zu dem, worum es ja heute eigentlich auch gehen soll und worüber wir jetzt im Detail auch gerne sprechen. Nämlich, ich habe hier ja die glückliche Situation, dass ich eine Traumkombination aus Gästen beisammen habe, weil ihr aus verschiedenen Kontexten kommt, die bei dem Thema Transfer im Bildungsbereich aber eine entscheidende Rolle einfach spielen. Und daher interessiert mich jetzt erstmal auch eure eigene Erfahrung mit Transfer. Also welche Transferansätze gibt es in eurem Bereich und wie zeichnen sich diese aus? Und Florian, ich würde gerne mit dir starten, weil du ja eben auch schon darauf hingewiesen hast, dass du so ein Wandler zwischen den Welten bist. Also du bist ja in der Schule tätig, aber gleichzeitig auch an der Uni. Das heißt, welche Transferansätze begegnen dir? Sehr vielfältige. Und wenn ich jetzt erstmal in meiner Lehrerrolle bin, dann ist oft der Transfer von Seiten des Ministeriums, wir schicken einen Erlass oder wir haben es euch irgendwie mitgeteilt oder wir haben eine kurze Fortbildung, da wird es euch vermittelt bzw. erzählt und dann muss es schon angekommen sein. Ich weiß, irgendwann gab es mal eine Nachfrage und dann sagte dann jemand im Regierungspräsidium in Tübingen, das steht doch in dem und dem Erlass, das haben Sie doch unterschrieben, dass Sie es gelesen haben. So funktioniert natürlich Transfer nicht. Das kommt bei uns nicht an, wenn der Erlass dann 50 Seiten hat und irgendwo hat sich eine kleine Sache verändert. Das wurde nicht mal markiert, was anders war als im Vorfeld. Also so erlebe ich nicht erfolgreichen Transfer. Was wir jetzt gerade im Rahmen einer Studie an der Uni Tübingen ausprobieren, wo wir unser intelligentes Tutorsystem testen, da ist die Frage, wie kommen wir denn wirklich zu dieser Veränderung von Unterricht? Und dann kamen wir ganz schnell zu der Antwort, es reicht nicht eine Fortbildung. Wir haben tatsächlich eher so eine ganze Fortbildungsreihe mit 3 Präsenzveranstaltungen, 2 Online-Veranstaltungen, wo man mit den Kollegen immer wieder ins Gespräch kommt und wo die Kollegen es auch ausprobieren. Sie kriegen also praktisch was gezeigt, dann machen sie es. Dann kommt man wieder zusammen und diskutiert, dann machen sie es nochmal verändert und dann diskutiert man auch nochmal drüber und nimmt dann auf, was ihre Erfahrungen waren, kann über positive und negative Auswirkungen sprechen, um das aufzufangen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Wiederholte und dieses sofortige Ausprobieren. Denn wenn man etwas gesagt bekommt und es nicht im Unterricht direkt einsetzt, dann wird es nach einem Monat auch nicht mehr eingesetzt, dann ist es verlorene Zeit. Und da müssen wir einfach sagen, dann lieber intensivere Fortbildungen zu weniger Themen als ganz viel Fortbilden, was dann nichts verändert. Ich habe noch mal eine Nachfrage und zwar inhaltlicher Art. Du beschäftigst dich ja an der Uni in Tübingen mit diesen tutoriellen Systemen. Und gibt es denn da für Sachen, die du aus dieser wissenschaftlichen Tätigkeit, die du dort machst, auch rübernimmst in die Praxis vielleicht schon? Jetzt aus unserer wie vermitteln wir es? Also wir haben wirklich gemerkt, dass die Kollegen, die dann in der Fortbildung nochmal kommen, so eine Fortbildung ganz anders wahrnehmen.
Und von den intelligenten Tutorensystemen merken wir, dass auch bei Fortbildung und Co. oder bei so einer Wissensvermittlung und selbst bei Kompetenzvermittlung auch so eine gewisse Gamification-Elemente auch bei Lehrkräften helfen. Das darf nicht übertrieben sein und das sollte dann nicht zu wahnsinnig sein, aber so ein bisschen irgendwie Belohnungssystem oder ähnliches, das hilft auch Lehrkräften direkt. Genau, das war alles. Ich hoffe, ich habe es beantwortet oder wolltest du es zu einem anderen Punkt? Nee, also du hast es zum Teil beantwortet. Mich interessierte nur tatsächlich, dass da vielleicht auch ja ein Hintergedanke drin steckt, dass der Mensch an der Uni ausgerechnet dich in seinem Projekt mit dabei haben wollte, eben weil du aktive Lehrkraft bist. Genau. Genau, weil ich Lehrkraft bin und ich dann was einbinden kann und sagen kann, was ist für uns relevant. Und ich kenne dann, oder Lehrkräfte an sich kennen die tatsächlichen Bedarfe, die wir haben und wir können dann dieses Feedback extrem dort vermitteln. Und ich glaube, sonst funktioniert diese Transformation nicht. Und es muss ein richtiges Verständnis dafür sein, wie überlastet Lehrkräfte ja auch im vielen sind. Also wir haben nicht nur, ich meine, es mangelt an vielen an der Schule, aber nicht an Veränderungen. Und Kollegen sind da manchmal schon ein bisschen veränderungsmüde. Und da muss man genau aufpassen, wie man sie mitnimmt und immer auch den Nutzen denken. Also die wichtigste Ressource für Lehrkräfte ist Zeit. Und wenn ich mich mit einer Transformation, mit einem Transfer beschäftige, dann kostet es Zeit und dann muss es irgendwie sehr überzeugend sein und im Idealfall mittelfristig oder sogar kurzfristig schon der Lehrkraft auch Zeit sparen oder einfach auf anderer Ebene die Lehrkraft entlasten, dass sie da wirklich einen Mehrwert sehen. Dann funktioniert ein Transfer, eine Transformation, sonst eher nicht. Ja, ich greife mal gerade auch die Frage auf, weil du sagst jetzt gerade auch Transfer, Transformation, das ist auch eine Frage aus dem Chat von Christian Fühler, warum wir bewusst den Begriff Transfer verwenden und nicht Transformation. Vielleicht, wer mag nochmal, Johanna, du nickst schon so. Ja, genau, Transformation ist in meinem Verständnis eine viel umfassendere und eine viel weitreichendere Sicht auf Veränderungen. Also Transfer kann auch beinhalten, einzelne Elemente, kleine Aspekte, wie gesagt, von einem Kontext in einem anderen zu übertragen, weiterzubringen und weiterzuentwickeln. Auch eine Transformation hat eher sowas mit einer grundlegenden Veränderung und einer Neuausrichtung zu tun. Und deswegen kann Transfer auch mal in Transformation übergehen, aber nicht jede Transformation, also nicht jeder Transfer ist eine Transformation, aber jede Transformation hat irgendwas mit Transfer zu tun. So würde ich das verstehen. Okay, gut. Florian, ich muss noch eine Nachfrage habe ich noch, nämlich, ich habe mich gefragt, ob dieses ganze Thema Transfer eigentlich in deinem Schulalltag eine Rolle spielt, ne? Also jetzt mal so, ich habe mich gefragt, mal ganz runtergebrochen, wenn jetzt, es gibt irgendeine neue Studie, jetzt zum Beispiel bei deinem Lieblingsthema KI da gibt es irgendwie eine neue Studie und fragt man sich dann tatsächlich wirklich in der Schule und denkt sich, okay, wie können wir jetzt die Ergebnisse aus dieser Studie bei uns an der Schule anwenden, welche Relevanz hat das jetzt für das Lernen unserer SchülerInnen? Also erlebst du das, dass das tatsächlich irgendwie stattfindet? Wahrscheinlich nicht ausreichend. Man erreicht natürlich immer ein paar Leute, die in der Schulentwicklung aktiv sind, die sind ein bisschen stärker dabei. Aber und das ist nicht böse gemeint als 0815-Kollege, da gibt es einfach zu viele Studien. Die großen dann, PISA-Schock und sowas, das kommt nochmal an. Aber in der Menge an Studien und an Informationen, glaube ich, dafür haben wir nicht die Zeit, die Ressourcen, uns damit zu beschäftigen. Also wenn es schon überhaupt mal bei uns ankommt, ist das schon eine große Aufgabe. Und da ist tatsächlich die Frage, es muss eine Professionalisierung des Lehrerberufs auch in diese Richtung hingehen, dass wir Zeit haben und Ressourcen haben, solche Transfer zu ermöglichen. Momentan muss man das nebenbei machen. Einige engagierte Kollegen machen es in ihrer Freizeit. Aber es kann theoretisch, man kann, und das ist natürlich schlecht, aber man kann nach dem Referendariat bis zum Pension ohne viel Transfer überleben. Das ist natürlich katastrophal, aber so ist es im System gerade leider ein bisschen ja, drin. Ja. Da sprechen wir heute auf jeden Fall auch nochmal drüber, wie uns das denn alles besser ein bisschen gelingen kann. Genau. Aber ich würde gerne zuerst nochmal an Manuela übergeben, nämlich in Sicht der Wissenschaft. Also Manuela, welche verschiedenen Transferansätze gibt es denn eigentlich in der Wissenschaft und wie zeichnen sich diese denn aus? Ja, auch sehr vielfältige natürlich. Grundsätzlich, weil wir in der Projektlogik häufig arbeiten. Das heißt, wir haben dann bestimmte Forschungsprojekte, die wir auch
entwicklungs- und transferorientiert natürlich versuchen auszurichten. Das ist auch in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus geraten, dass man das direkt mitdenkt, auch diese zweiseitige und wechselseitige Transferlogik mit in den Blick nimmt, also von der Wissenschaft in die Praxis, aber auch von der Praxis in die Wissenschaft, also auch mit der Praxis von zusammen Forschungsprojekte angeht, von vornherein plant, mit einbezieht, um eben genau diese Bedarfe zu treffen, die dort auch bestehen und gleichzeitig aber auch natürlich wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu fördern, der auch nicht zu vernachlässigen ist. Also weil genau dadurch natürlich auch neue Fragen und neue Modelle, neue Theorien auch wieder entwickelt werden, die wiederum dann für die Praxis relevant werden. Vielleicht auch erst zeitversetzt, nicht immer unmittelbar, aber grundsätzlich das weiterzudenken, damit man auch nicht auf der Stelle stehen bleibt. Also es ist, glaube ich, die große Aufgabe, die Wissenschaft leisten kann, da auch immer nochmal den Blick zu weiten. Zum einen in die Zukunft, aber zum anderen eben auch retrospektiv natürlich in der Datenauswertung zu schauen, was gibt es denn vielleicht schon an Erfahrungen, an Erkenntnissen, die noch im Verborgenen schlummern. Also wenn wir in der Forschung arbeiten wir eigentlich immer auch mit vorhandenen Daten und die sind dann schon erhoben und die Praxis ist schon wieder 3 Schritte weiter mindestens. Und trotzdem steckt in den Daten ja noch ganz viel drin, was nun auch aufzubereiten ist und entsprechend auch wieder zurückzuführen ist. Das kann über verschiedene Produkte und Formate auch passieren. Klassischerweise Publikationen, aber auch solche Formate wie hier dieser Austausch. Das würde ich auch schon auch als Transfer verstehen, dass man eben ins Gespräch kommt, dass man über Transfer redet, dass man die verschiedenen Verständnisse auch übereinander legt. Und dann aber auch sowas wie praktische Handreichungen oder gemeinsame Publikationen auch mit Wissenschaft, mit Praxispartnern in der Wissenschaft. Also da ist natürlich vieles möglich. Ja. Ich wollte kurz nachfragen. Und zwar gibt es ja in den Unis neu diese Clearinghäuser. Vielleicht könntest du das nochmal erklären. Das habe ich zumindest neu gelernt im Kompetenzverbund Lernen Digital. Ja. Genau, also die gibt es nicht an allen Unis, aber einige haben die, also dass man da tatsächlich auch, da kann Johanna wahrscheinlich auch noch viel mehr dazu sagen, aber dass man eben auch ganz gezielt wissenschaftliche Erkenntnisse aufbereitet, in der Komplexität nochmal auch reduziert und verständlich die Sprache runterbricht, ohne den Anspruch, der dahinter steht, der wissenschaftlichen Korrektheit zu verlieren. Und die methodische Sauberkeit auch beizubehalten. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn Wissenschaft lebt davon, gute wissenschaftliche Praxis lebt davon, dass methodisch sauber gearbeitet wird und dass auch nachvollziehbar bleibt und objektiv und transparent. Und gleichzeitig ist so eine wissenschaftliche Studie aber natürlich auch erstmal wissenschaftlich angelegt. Und wir haben ganz bewusst natürlich auch Methoden, die vielleicht nicht für jeden und jede direkt zugänglich sind. Und deswegen ist dann auch so eine Übersetzungsleistung und Transferleistung in diesem Sinne ganz enorm wichtig, um da die Erkenntnisse auch direkt greifbar zu haben. Genau. Okay, ich hatte dich aber eben unterbrochen. Ist der Gedanke jetzt verarbeitet oder? Ja, ich würde gerne noch ein bisschen da anschließen, was Florian auch gesagt hat in Bezug auf was die Lehrkräfte in der Schule mit dem Transfer machen und dass es teilweise ja auch dann an Zeitressourcen mangelt, Studien zu lesen oder Transfer tatsächlich auch auszuleben. Und mein Ansatz dahinter wäre, das auch schon viel früher anzusetzen. Also beispielsweise auch dann in der Personenausbildung, im Studium, im Referendariat, da sich nicht vorzuscheuen und zu sagen, wir blenden Wissenschaft da aus, sondern tatsächlich ist das Studium ja auch dezidiert wissenschaftsbasiert angelegt und da tatsächlich auch Forschungsprojekte abgeschlossen, aber auch laufende Forschungsprojekte ständig zu reflektieren, zu schauen, wie wird da gearbeitet, welche Erkenntnisse gewinnt man eigentlich und welche Relevanz hat das wiederum auch für die spätere und eigene Professionalisierung. Also ganz konkret, wenn wir jetzt im Lernen Digital im Kompetenzverbund Lernen Digital auch darüber sprechen, dass Fortbildungen entwickelt werden, dann ist mir das auch ganz wichtig, den Studierenden jetzt schon zu erzählen, dass dort Fortbildungen entwickelt werden, die sie vielleicht später auch besuchen können, weil das etwas ist, was natürlich auf sie zukommen wird,
vor dem sie sich auch noch nicht drücken können, was vielleicht jetzt noch nicht unmittelbare Relevanz für sie hat, aber zumindest den Blick zu weiten und zu sagen, die Komplexität der Schulentwicklung, die Komplexität des Systems Schule zu begreifen, auch in den Unterstützungsleistungen, die notwendig sind, damit Schule ihre Gestaltungsräume auch nutzen kann. Das frühzeitig zu vermitteln, kann vielleicht auch entlastend sein dann für den eigentlichen Berufsalltag hinterher in der Schule, in der schulischen Praxis. Florian, gerne, direkt. Das fand ich einen ganz spannenden Punkt, dass die Schulen es auch umsetzen kann. Ich glaube, Schulen und Lehrkräfte würden sich dann noch mehr für Ergebnisse in der Wissenschaft interessieren, wenn sie die Möglichkeiten hätten, es umzusetzen, weil wir da einfach noch zu sehr von Vorgaben von Regierungspräsidien, von Kultusministerien sind und wir sind nicht autonom im weitesten Sinne, sondern kriegen immer nur Vorgaben von unten. Deswegen müssen wir uns vielleicht manchmal gar nicht mit Transfers beschäftigen, weil uns wird vorgegeben, jetzt darf auf Rechtschreibung geachtet werden, jetzt darf nicht mehr auf Rechtschreibung geachtet werden und wir sind da im Endeffekt nur Befehlsempfänger. Und wenn wir da handelnde Akteure werden wollen, brauchen wir wahrscheinlich mehr Autonomie. Ja. Und jemand, der vielleicht für ein bisschen mehr Autonomie oder Begegnung sichern kann oder darstellen kann, sind ja vielleicht auch die Landesinstitute. Johanna, das war meine geschickte Überleitung zu dir jetzt an der Stelle. Aber du bist ja tatsächlich jetzt jemand, der in der Qualis eben für Transfer auch verantwortlich ist. Ne? Also was sind denn genau die Aufgaben in der Qualis-Clearing-Stelle und welche Transferansätze verfolgt ihr da? Genau, also wir sehen uns in der Clearingstelle eigentlich als Schnittstellenakteur zwischen allen möglichen Akteuren, die es halt so im Schulsystem gibt. Und das heißt, diese Übersetzungsleistung, ne, die Manuela auch gerade schon angesprochen hat, das ist eigentlich eine ganz zentrale Aufgabe von uns, und zwar Übersetzungen in alle Richtungen. Also wir haben einfach so viele unterschiedliche Akteure, die in unterschiedlichen Währungen auch denken. Also das, was für Wissenschaft wichtig ist, beispielsweise eben Publikationen, Vorträge etc., das haut nicht immer ganz gut hin mit dem Ansatz von, wir wollen das, was wir hier rausgefunden haben, aber auch denjenigen zugutekommen lassen, die in der Praxis beispielsweise etwas konkreter damit anfangen können. Also es gibt oftmals Projekte, die direkt so angelegt sind und wo auch eng mit schulischer Praxis beispielsweise zusammengearbeitet wird, oft genug aber eben auch nicht. Und da kommen wir auf jeden Fall auch mit ins Spiel, als einer von vielen Akteuren, die es natürlich auch in den verschiedenen Bundesländern gibt, um da eben auch die Relevanz auch nochmal zu verdeutlichen von wissenschaftlichen Erkenntnissen beispielsweise. Also das, was wir oder wie wir uns selbst verstehen, ist, dass wir Angebote unterbreiten, dass wir informieren über Dinge, die es schon gibt, aber wirklich immer mit Blick auf, das ist ein Angebot, oder mit der Sicht auf die Dinge, das ist ein Angebot und nicht etwas, was jetzt in der Fläche unbedingt jeder umsetzen muss. Denn, das hatte Florian vorhin auch schon gesagt, was total wichtig ist und zentral ist und Ausgangspunkt von allem ist, ist halt, gibt es einen Bedarf dafür? Also was bringt das denn, wenn wir ganz tolle Innovationen haben, ob die aus der Wissenschaft kommen oder auch aus anderen Schulen oder aus anderen Bereichen, es aber überhaupt gar keinen Bedarf gibt oder beziehungsweise der Bedarf vielleicht auch einfach nicht erkannt wird an anderer Stelle, dann wird das natürlich alles nicht funktionieren. Es muss gerade angesichts auch dieser der großen Belastungen muss unbedingt erkennbar sein, dass es einen Mehrwert hat, sich mit einem Thema oder mit einem Angebot nochmal stärker zu beschäftigen. Und das ist dann eben was, wo wir eben auch als Vermittler mit reinkommen, quasi in das Ganze oder im ganzen System eben als Vermittler mit drin arbeiten, um aufzuzeigen, das gibt es, wie können wir die Lücke eigentlich ein bisschen schließen, wie können wir vermitteln, wie können wir auch nochmal verdeutlichen, in welche Richtung gedacht werden kann. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch mit Rahmenbedingungen zu kämpfen. Florian hat es auch gerade nochmal angesprochen. Auch wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Auch wir müssen halt schauen, was steht gerade an, was ist halt das Wichtige oder was sind die wichtigen Themen in der Schule, was sind die wichtigen Themen in der Bildungspolitik natürlich auch. Ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig. Und was sind aber auch die Themen, die Wissenschaft gerade bearbeitet und wie können wir das eigentlich gut zusammenbringen? Und da fahren wir unterschiedliche
Strategien, was auch immer ein bisschen damit zusammenhängt, für welche Akteursgruppen wir gerade sprechen oder mit welchen Akteursgruppen wir gerade sprechen. Also geht es nur um die Weitergabe von Informationen, geht es aber eben auch über, um die Übersetzungsleistungen zwischen unterschiedlichen Akteursgruppen, geht es auch darum, uns selber auch als Akteure in diesem System weiter zu professionalisieren, auch selber zu hinterfragen, wann ist Transfer ein gelungener Transfer, woran sehen wir das, dass der gelungen ist, wann können wir auch sagen, ja, jetzt ist es aber auch genug mit dem Transfer, jetzt sind wir an der Stelle fertig, jetzt muss jemand anderes übernehmen und wer kann das eigentlich sein? Also das sind unterschiedliche Fragen, die uns in der täglichen Arbeit immer wieder begegnen in verschiedenen Kontexten und die wir auch bearbeiten müssen. Und das Problem, das wir natürlich haben, als so ein großes Land wie NRW nun mal eben ist, wir haben halt über 5000 Schulen, die wir potenziell erreichen möchten, natürlich mit unseren Angeboten, sind über 180.000 Lehrkräfte, die wir ansprechen können und sollen und für die wir auch Unterstützungsleistungen anbieten sollen. Und da ist schon klar, eigentlich bei der Anzahl der Lehrkräfte, das kann nur punktuell funktionieren, beziehungsweise wenn es ein bisschen, also wenn es in die Breite gehen kann, setzt das aber definitiv voraus, dass der Bedarf auf der anderen Seite auch erkannt wird. Also dass gesagt wird, wir wollen uns mit Thema XY beschäftigen. Und das darf, glaube ich, nicht auf so einer abstrakten Ebene bleiben. Wir wollen uns mit Transfer beschäftigen, sondern ich habe hier ein ganz konkretes Problem, zu dem ich möglichst Unterstützungsangebote oder eine Lösung im besten Fall mir erwünsche oder erhoffe. Und dann ist uns auch wichtig, nochmal zu betonen, dass wir Transfer dann nicht verstehen als, das hat hier schon mal gut funktioniert, versuch das doch mal, sondern hier ist ein Impuls, pass es so an deine Rahmenbedingungen, an die Voraussetzungen, die du hast im System oder in deiner Schule oder mit deinen Fächern, mit deinen SchülerInnen, die du da täglich unterrichtest. Und mach es zu deinem eigenen, also Stichwort Ownership, ohne dass man sich selber etwas, dass man das als selber sinnvoll, hilfreich, nutzbringend identifiziert, funktioniert Transfer ohnehin nicht. Also ich glaube, es wird schon deutlich, wir sind da an verschiedenen Stellen gleichzeitig unterwegs und haben eigentlich jeden Tag ganz viele Punkte, die wir immer wieder mit im Hinterkopf haben müssen, weil wir einfach mit allen eigentlich agieren, die es halt so im System gibt. Ja, also ich verstehe es richtig. Ihr seid so ein Vermittler, der sowohl in die Wissenschaft schaut und einfach denkt, Mensch, was gibt es da Interessantes, was jetzt auch in unserem Land relevant sein könnte für unsere Schulen? Und andererseits habt ihr ein Ohr an die Schulen, um dort eben auch Bedarfe zu hören und da an der Stelle dann eben aus der Wissenschaft vielleicht etwas reinzufragen. Habe ich richtig, glaube ich, verstanden? Ne? Genau. Und gleichzeitig eben dieser Punkt mit, wir professionalisieren uns selbst auch weiter als, als Landesinstitut und versuchen uns selber auch weiterzuentwickeln, um da auch auf dem Stand zu bleiben, was ist Transfer, was ist gelungener Transfer. Das wäre vielleicht noch ein dritter Aspekt, der da reinzählt. Okay, verstanden. Vermittler, Manuela, da klingelt es bei mir natürlich total in den Ohren, weil wir im Kompetenzverbund ja eben auch so eine Rolle haben, nämlich die BrokerIn. Jetzt bin ich hier heute als Moderatorin und nicht als Brokerin im Dienst. Deswegen würde ich dich doch bitten, dass du vielleicht nochmal was zu den Transferansätzen im Kompetenzverbund Lernen Digital was sagst, weil wir haben uns das ja richtig auf die Fahne auch geschrieben, ne? Transfer zu leisten und zu gestalten. Ja, tatsächlich, genau. Es steckt ja schon in dem Wort drin, Transferstelle. Also da sind wir ja quasi schon verpflichtet, den Transferbegriff auch auszuleben. Und dafür gibt es unterschiedliche Vermittlerpositionen und AkteurInnen, wie du es eben auch schon gesagt hast. Zum einen die BrokerInnen, die tatsächlich auch eine Schnittstellenfunktion, eine Brückenfunktion darstellen zwischen und in dem Fall jetzt tatsächlich der Transferstelle in erster Linie und den Projektverbünden, die zu einem Kompetenzzentrum zusammengeführt werden sollen. Also für uns beide jetzt besonders relevant natürlich Schulentwicklung an der Stelle, aber es gibt ja auch noch drei weitere große Projektverbünde oder Kompetenzzentren, die entstehen sollen im MINT-Bereich, im Bereich Sprachen, Gesellschaftswissenschaften, Wirtschaft und in Musik, Kunst und Sport. Sodass dann eben dort gesichertes Wissen und vor allen Dingen eben auch Fortbildungen und schulische praxisrelevante Handreichungen entstehen und entwickelt werden.
Und die BrokerInnen sind ja in dieser Vermittlungsrolle unterwegs. Sie versuchen zunächst einmal die Kompetenzverbünde kennenzulernen, die Akteure, die Personen, die dort mitarbeiten, in der Regel eben ProfessorInnen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen, gegebenenfalls auch Abgeordnete der Kräfte und Bezugspunkte in die Praxis hinein, also auch Schulen, die akquiriert sind, um als Pilotschulen zu fungieren beispielsweise. Da den Überblick zu behalten, zu vernetzen und Formate zu gestalten, die diese Vernetzung dann auch verdeutlichen und den Transfer ermöglichen können. Das können Dialogformate sein, um in den Austausch zu kommen. Das sind aber auch Dinge auf der inhaltlichen Ebene, um Querschnittsthemen beispielsweise zu identifizieren und daraus dann wiederum neue Formate und neue Möglichkeiten und Gesprächsanlässe zu erschließen. Also beispielsweise wird es ja demnächst einen Dialog geben unter allen Projektverbünden im Schulentwicklungsbereich, die zum Thema Grundschulen, Primarstufe zusammenarbeiten und dort zusammenkommen sollen und überlegen sollen, was sind denn eigentlich die Besonderheiten im Bereich Grundschule und welche Perspektiven haben wir darauf und welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede und welche möglichen weiteren gemeinsamen Schritte können wir hier gehen. Und das bereiten die Broker auf und vor und vernetzen an der Stelle. Genau, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich finde auch immer, ich bin ja auch eine Freundin immer davon, wenn wir es ganz konkret auch nochmal machen, und das war auch ein Wunsch, den ich im Chat lese. Florian, bei dir ist es ja tatsächlich so, du bist ja so ein ganz konkreter Mensch, der auch gerade an einem sehr konkreten Projekt arbeitet, nämlich eben an diesen tutoriellen Systemen. Und wenn du da mal so ein bisschen durchspielst, du hast jetzt schon viel von Fortbildungen auch gesprochen, wie es letztendlich gelingen soll, auch dort ja so eine Art von Transfer zu gestalten. Also wenn du mal selber jetzt aus deiner Rolle so überlegst, wie du dir das wünschen würdest, dieses Konzept der tutoriellen Systeme auch dann tatsächlich in dein Kollegium reinzutragen und welche Player brauchst du dafür? Wie kann das quasi gelingen und wie kann man in dem Beispiel mal konkret so ein bisschen Transfer durchspielen? Ich glaube, der allererste Schritt, weswegen sonst Transfer nicht mehr möglich ist, ist, man muss wieder, wir kommen darauf zurück, was braucht man in der Schule überhaupt? Ich bin jetzt an die Computerlinguistik abgeordnet, die sich eigentlich gar nicht mit Schule hauptsächlich beschäftigt hat, sondern wir sind da damals reingerutscht und mein Professor ist da reingerutscht. Die Fachdidaktik Englisch ist in Deutschland mit Themen beschäftigt, die nicht wirklich mit Spracherwerb zu tun haben. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber man hat das Gefühl, dass das alles verkappte Soziologen sind, was ein wichtiger Themenbereich ist. Aber natürlich sollte sich die Fachdidaktik Englisch damit beschäftigen, wie vermittle ich Sprache, meinetwegen auch interkulturelle Kompetenz und Co. Aber wenn man sich so mal durch die Doktorarbeiten klickt, hat man ganz viel Repräsentation von Gender und andere Aspekte drin, die einzeln mal ganz interessant sind, aber nicht, wenn es 80% der Arbeiten abdeckt. Man stelle sich das mal vor in der Medizin, wenn dort nur noch zu diesen Themen geforscht wird. Also ich will nicht sagen, dass es unrelevant ist, aber das Kernthema sollte sein, wie vermittelt man Sprache. Und das haben wir bei den ITSen ja auch überlegt, erstmal, was brauchen wir in der Schule? Wir brauchen individuelle Unterstützung. Und dann haben wir dieses System entwickelt, immer wieder auch in der Co-Konstruktion, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff dann, mit den Lehrkräften immer wieder gegengetestet, geguckt, funktioniert es? Was braucht ihr für anderes Feedback? Was braucht ihr für Hilfestellungen von uns? Und dann Schritt für Schritt immer durchprobiert. Also im ersten Durchgang hatten wir oder ganz am Anfang nur eine Studie. Wir haben es denen gegeben und geguckt, wie sind die Ergebnisse. Haben dann aber gemerkt, okay, die Lehrkräfte brauchen mehr Hilfestellung, um das wirklich sinnvoll einzusetzen, weil ein Transfer, der zu einer Transformation führt, das sind ja dann oft auch Paradigmenwechsel. Und da muss man Kollegen wirklich kleinschrittig mitnehmen und ihnen erstmal erklären, warum das, was sie bislang gemacht haben, vielleicht in Zukunft anders gemacht werden sollte. Und da braucht man wirklich den individuellen Kontakt, den wiederholten Kontakt. Und was ich da auch merke, das kam ja gerade auch bei Johanna schon rein, wenn man viele, viele Schulen hat, irgendwann muss das natürlich auch skaliert werden.
wir können das nicht so mit jeder Lehrkraft machen, sodass wir dann jetzt auch Fortbildungen für Fachberater machen, so ein bisschen Train-the-Trainer-Konzept. Aber auch da ist interessant, ich hatte es bei einem anderen Kontext mal gehört, dass es dann auch so eine Reihe gab und dann hat ein Kollege gesagt, ja, das, was ich hier jetzt in diesen 5 Sitzungen gelernt habe, das kann ich in meiner Fortbildung meinen Leuten in 2 Stunden vermitteln. Und da ist eben nicht angekommen, nee, eben nicht. Du kannst es nicht sagen und nur weil du es jetzt vielleicht verstanden hast, weil du ja in einer ganz anderen Blase aktiv bist, heißt es ja nicht, dass es dann dein Teilnehmer verstehen wird. Und da ist noch nicht ein Bewusstsein dafür, dass eine Transformation als Folge von Transfer wirklich kontinuierliche Betreuung braucht. Und was bei uns besonders gut funktioniert, weil wir jetzt einfach so in Pilotstudien sind und es ausprobieren, ist, wenn die Kollegen mit ihren Erfahrungen zurückkommen und dann sagen, das funktioniert nicht. Und wenn dann sofort sie so eine Art Selbstwirksamkeit spüren, das ist bei so einem ITS, sagen sie zum Beispiel, hier fehlt eine Feedback-Meldung, ich gehe zu unseren Programmiererinnen und die bauen das sofort um. Und die Kollegen haben das Gefühl, okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe was ausprobiert, habe einen Fehler gefunden und der wurde dann gleich behoben. Das war extrem wirksam und so konnte man die Kolleginnen und Kollegen auch in der Motivation halten. Und dann in letzter Konsequenz muss es in der Schule, im Unterricht funktionieren. Weil wenn die Kollegen merken, das ist für mich ein zusätzlicher Aufwand, das bringt aber irgendwie beim Lernen nichts und die Schüler sind dadurch nicht besser geworden bei den Kompetenzen, die sie erwerben, dann hat man auch verloren. Dann ist das vielleicht mal angekommen im Transfersinne, aber es ist nicht zu einer Transformation gekommen. Also das, was du beschreibst, oder ihr alle, das ist ja lange nichts Selbstverständliches und Etabliertes im Bildungsbereich, ne? Also, dass quasi dieser Transfer irgendwie stattfindet. Und ich habe bei dir, Manuela, auch nachgelesen, dass es sowas wie so eine Implementations- oder transferbezogene Forschung auch gar nicht, also da gibt es gar nicht so eine große Tradition einfach an der Stelle. Woran liegt das denn? Ja, große Frage, schwierige Frage. Aber ich glaube, wir haben ja auch schon darauf hingedeutet, dass es daran liegt oder mit daran liegen könnte, weil es natürlich komplex ist, weil es so viele Voraussetzungen auch hat. Es ist sehr voraussetzungsreich zu schauen, was wirkt denn tatsächlich. Und die Problematik des das alles Zeit kostet, das haben wir eben auch schon gehört. Also Transfer braucht vor allen Dingen in erster Linie Zeit und ist personengebunden. Also wir haben die Herausforderung, dass wir viele Personen nicht in den Systemen halten können, die eigentlich notwendig wären, um den Transfer tatsächlich gelingend zu gestalten und auch nachhaltig zu gestalten. Also wir verlieren immer wieder kluge Köpfe in den Systemen, sei es in der Hochschule, an der Universität, aber auch an den Schulen, auch aus Kapazitätsgründen oder tatsächlich auch, weil bestimmte Personen vielleicht auch gar nicht miteinander ins Gespräch kommen, weil aneinander vorbei geredet wird oder die Transparenz nicht geschaffen wird. Ich glaube, das ist etwas, was dann immer wieder auch sich bewusst machen muss, dass es diese Herausforderungen gibt und dementsprechend auch die Forschung dahinter, diese aufzusetzen, natürlich schwierig ist. Und ich hätte jetzt, achso, nee, Johanna, du. Komm. Genau, ich hätte es vielleicht noch kurz ergänzt, was natürlich auch noch erschwerend dazu kommt, ist halt auch die Erforschung von Transferprozessen, weil ganz häufig ja einfach Transfer auch unterm Radar dann erstmal so fliegt und gar nicht unbedingt wissenschaftlich begleitet wird. Und die Transferprozesse, die wissenschaftlich begleitet werden, vielleicht dann eben nicht unbedingt die erfolgreichsten sind, eben aus Gründen der mangelnden Passgenauigkeit oder fehlender Übersetzungsleistung etc. Also das heißt nicht, dass ja Transfer nie stattfindet, aber dass es halt einfach zu wenig empirisch gesichertes Wissen vielleicht auch dahingehend gibt, weil es auch schwer zu erfassen ist. Also an welcher Stelle kann man denn dann auch sagen, dass Transfer erfolgreich war, wenn eine Innovation beispielsweise noch 3-mal verändert wurde. Also das kann total erfolgreich sein für die Schule B beispielsweise, hat aber vielleicht mit dem ursprünglichen Gegenstand eigentlich gar nicht mehr viel zu tun. Aber ne, also an welcher Stelle zieht man da die Grenze? Das sind alles so Punkte, die man auch noch mit im Hinterkopf behalten sollte und die vielleicht verdeutlichen, dass Transferforschung an sich halt ein richtig umfangreiches Thema ist und ein sehr komplexes Thema ist und das auch einfach schwierig zu erfassen ist.
Ja, ich wollte noch von meiner Seite aus ergänzen, weil wir gerade auch auf der GAP, auf der Tagung quasi waren für empirische Bildungsforschung. Und da hat man das quasi auch erlebt, dass auch einfach so Grundproblematik da ist, dass das gar nicht so honoriert wird, auch als Wissenschaftler, wenn man Transferprojekte vorantreibt, ne? Also da fehlt eben auch noch so ein bisschen so ein Anreizsystem und auch eine Anerkennung vielleicht auch an der Stelle, das tatsächlich auch zu tun. Und Florian, bei dir ist es doch auch so, also ich meine, du bist jetzt so eine Lehrkraft, die tatsächlich abgeordnet ist mit einem Teil der Stelle, also glaube ich, an die Uni. Aber das ist ja auch nichts Selbstverständliches. Wie kam das bei dir, dass du diesen Schritt gegangen bist? Ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt nochmal so viel abgeordnet werde, wo der Lehrermangel kommt. Also da muss man schon taktisch vorgehen. Ich habe mein Referendariat in Nordrhein-Westfalen gemacht, bin dann zurück in meine Heimatstadt gegangen, nach Tübingen, oder nicht Heimatstadt, aber meine Studienstadt, und hatte da immer noch Kontakte zu der Universität. Und dann kam zufällig raus, dass sie eine Lehrkraft brauchen, die dann für so ein intelligentes Tutorsystem Feedback, Nachrichten und Aufgaben generiert. Und so bin ich dann reingerutscht, war erst mit 10% drin, dann bin ich mal mit 60%, mal mit 40%. Meine Art der Anstellung ist natürlich auch für die Unis wahnsinnig attraktiv, weil man muss mich nicht versorgen. Und wenn sie dann mal ein Projekt haben, stocken sie mich mit 20% auf, wenn mich das RP gehen lässt, und dann mal wieder gehe ich stärker in den Unterricht rein. Also das ist wirklich so ein schönes Hin und Her. Ob das in der Breite funktioniert, mag ich nicht sagen, aber so habe ich einfach Glück gehabt. Okay. Ja, die Frage wäre ja tatsächlich, wenn wir jetzt mal rumswitchen und denken, okay, wir glauben eigentlich, dass das gut wäre, wenn es viel mehr Transferbemühungen geben würde auf allen beteiligten Seiten. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie könnte man das schaffen? Ja, also was gibt es für Rahmenbedingungen, für Strukturen, vielleicht auch Haltungen, ne, auf allen Seiten, die dafür gelingen oder die dazu beitragen würden, dass Transfer tatsächlich auch gelingen kann an der Stelle. Johanna, ganz kurz, weil ich dann die Frage von Frau Förster auch aufgreifen kann. Die Frage, das, was wir machen, ist jetzt eine schöne Situation. Wir haben Glück, wir können in dieser Fortbildungsreihe haben wir zwei Professoren, die dann live Vorträge geben und Input geben. Das ist natürlich nicht skalierbar. Das evaluieren wir gerade nebenbei auch. Also wir gucken auch in der Kontrollgruppe, die hat diese Information nicht. Die kriegen einfach nur das intelligente Tutorsystem und es wird geguckt, wird es dann dort auch erfolgreich umgesetzt oder nicht. Und nachdem ich diesen Kommentar gelesen habe, habe ich gerade mal überlegt, woran liegt es denn oder woran kann es auch liegen? Ich glaube, ein Punkt ist, wer macht denn Fortbildung in der Schule meistens? Das sind meistens Fachberater, die heißen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Und ich habe oft Glück gehabt und sehr gute Fachberater erlebt. Aber wenn man einmal Fachberater ist, Beamtenstatus, bleibt man bis zum Ende seiner Karriere oft Fachberater und man kann richtig schlechte Fortbildung über Jahrzehnte machen, dass keiner mehr überhaupt Lust hat, dahin zu gehen. Und das macht nichts. Also wir brauchen da ein Qualitätsmanagement, um schlechte Transfermenschen aus diesen Fortbildungen auch wieder rauszukriegen. Also sonst macht es das ganze System kaputt. Wenn ein Kollege zweimal bei einer schlechten Fortbildung war, dann geht er nicht mehr zu einer Fortbildung und denkt sich, bringt nichts, mache ich anders. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da eine Professionalisierung auch der Fortbildung auf Seiten der Regierungspräsidenten, Kultusministerien und Co. haben. Da schiele ich mal direkt zu Johanna rüber, weil die sitzt ja in der Qualis zumindest. Wie sichert ihr diese Qualität? Ja, indem wir natürlich auch darin involviert sind, beispielsweise bei wissenschaftlichen Begleitforschung, also wenn es jetzt halt um größere Programme geht. Wir waren jetzt halt beispielsweise, oder wir sind in der Clearingstelle zuständig für Lernen im Ganztag, haben da wissenschaftlich koordiniert. Wir haben den Talentschulversuch eben auch dahingehend unterstützt. Das war auch da diese Vermittlerstelle zwischen wissenschaftlicher Begleitforschung und dem Ministerium auf der anderen Seite hatten, dass wir da halt geschaut haben, was sind das überhaupt für Ergebnisse? Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Transfer, nur damit etwas transferiert wird, ist natürlich ganz furchtbar. Also nicht alles, was transferiert werden kann, sollte auch transferiert werden. Das ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis nochmal an der Stelle. Und deswegen glaube ich auch gar nicht, dass wir mehr Transfer brauchen, sondern halt wirklich gesicherten Transfer. Und das kriegen wir nicht hin ohne die Kooperation mit Wissenschaft. Also auch Dinge, die beispielsweise in Schulen entwickelt werden und gut funktionieren, bevor die zumindest systematisch und großflächig in die Breite gestreut werden,
könnten oder sollten, sagen wir mal so, können, geht natürlich schon, aber sollten, wäre schon gut, wenn da nochmal drauf geguckt wird, inwiefern das überhaupt wirksam ist, inwiefern das effektiv ist, inwiefern da nicht mehr Schaden als Nutzen erzielt wird mit dem Transfer. Das sind schon Punkte, die man mit berücksichtigen sollte. Das ist natürlich auch klar, dass das im großflächigen Stil überhaupt nicht machbar ist, nicht möglich ist. Aber das ist halt das, was wir eben als Landesinstitut versuchen, dass wir da die Qualität nochmal einfangen und eben nicht alles, was es zu transferieren gibt, eben auch transferieren. Das wird natürlich trotzdem genauso weiterlaufen auch. Und das soll ja auch so sein. Also auch Dinge, die aus der Praxis kommen und die da entwickelt wurden und die jemand anderem in einer anderen Schule beispielsweise das Leben leichter machen. Warum nicht? Das ist dann nur nicht der Weg, der über uns als Landesinstitut dann gewählt werden würde. Okay, und was sind von eurer Seite aus so die Gelingensbedingungen, würdest du sagen, für Transfer? Ja, es gibt ganz viele Gelingensbedingungen. Also das, was vielleicht auch schon angeklungen ist durch das, was ich berichtet habe, ist wirklich versuchen, die unterschiedlichen Sprachen, Bedarfe der Beteiligten überhaupt erstmal zu verstehen und zu vermitteln auch zu übersetzen, worum es eigentlich geht und was die Ansätze sind dahinter. Und das, was wir immer ganz besonders wichtig finden, ist, nicht alles soll einfach so aus dem Boden gestampft werden, sondern soll möglichst natürlich auch schon an etwas, was es gibt, angedockt werden. Also wenn etwas sehr viel Zeit kostet, dann ist es halt eine komplett neue Struktur einzuführen oder ein komplett anderes Vorgehen. Und es ist dann viel einfacher, Mini-Änderungen umzusetzen, die halt an das, was es schon gibt, angedockt werden können. Die Bedarfsorientierung, das haben wir jetzt, glaube ich, schon mehrfach thematisiert, ohne Bedarf einfach kein erfolgreicher Transfer. Ich glaube, das kann man halt so runterbrechen. Es ist aber auch wichtig, die Transferprozesse möglichst flexibel zu halten. Also manchmal gibt es ja halt eben auch bestimmte Vorgehensweisen, von denen man denkt, oh ja, oder bestimmte Innovationen könnten total hilfreich sein oder bestimmte Abläufe könnten total hilfreich sein, wenn man die in die Breite streut und stellt dann fest, ah nee, eigentlich müssen wir nochmal anders denken oder nochmal anders gucken. Das bringt jetzt doch nicht eine Lösung für unser Problem. Da dann flexibel genug zu sein, für alle Beteiligten, alle am Transfer Beteiligten zu sagen, okay, da müssen wir halt nochmal nachjustieren und vielleicht auch nochmal andere Wege gehen. Das ist definitiv eine Gelingensbedingung. Und Partizipation wurde vorhin auch schon mal genannt. Manuela, ich glaube, du hattest das auch schon mit eingebracht. Es ist schon wichtig, auch diejenigen, die etwas Neues in ihr System oder in ihren Alltag aufnehmen wollen, natürlich partizipieren zu lassen. Das ist klar. Trotzdem muss man sich an bestimmten Stellen einfach die Frage stellen, zu welchem Zeitpunkt muss wer unbedingt mit ins Boot geholt werden und müssen die Leute, die dann so im Boot sind, auch die ganze Zeit da drin bleiben? Oder wird es dann halt einfach zu komplex und zu schwierig, um Dinge vielleicht auch weiterzuentwickeln? Auch da nochmal flexibel zu bleiben, einfach in der Zusammensetzung beispielsweise von Gruppen, die sich mit Transfer beschäftigen in Schule, in Bildungsadministration, Bildungspolitik etc. Und eine weitere Gelingensbedingung für erfolgreichen Transfer ist auf keinen Fall versuchen, alleine zu machen. Also wer sind eigentlich die Unterstützer, die ich mir suchen kann, die ich dazu holen kann, die ich vielleicht auch dazu holen muss? Wen sollte ich unbedingt im Boot haben, damit ich da auch ein bisschen Rückendeckung habe und Unterstützung habe, ob das ist, dass ich Zeitfenster kriege, dass ich Netzwerke nutzen kann, vielleicht die schon da sind oder die ausgebaut werden können. Das wären so Punkte und schließlich eher auf Qualität gucken und nicht auf Quantität. Also nicht vieles irgendwie transferieren oder implementieren in die eigene Praxis, sondern nochmal genau zu überlegen, was brauche ich konkret und an welchen Stellen wäre es vielleicht schön, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal genauer drauf zu gucken, aber nicht zu viele Baustellen gleichzeitig zu bearbeiten. Das wären, glaube ich, so die zentralen Gelingensbedingungen aus unserer Sicht. Das ist schon mal eine ganze Menge, würde ich sagen. Ich schaue mal die anderen beiden an und frage mich, welcher Punkt fehlt euch noch? Welche Gelingensbedingung wurde noch nicht genannt? Ich würde, glaube ich, noch mal ganz kurz ansetzen und ein paar andere Stellen aufgreifen, die ich jetzt bei meinen beiden Vorrednern gehört habe. Zum einen Fortbildungen und FachberaterInnen, da bin ich hellhörig geworden, und eben auch die Qualitätssicherung von Transfer und Transfer dann verstanden als
Fortbildung im Sinne von MultiplikatorInnen-Konzepten. Das ist, glaube ich, das Begriff noch nicht gefallen, aber die Definition im Prinzip ja schon hier auch benannt worden. Und da kann ich ja darauf verweisen, dass wir aktuell in der Wissenschaft und im Rahmen des Kompetenzverbunds Lernen Digital ein Teilprojekt zu haben, genau zu der Frage, wie MultiplikatorInnen im Schulsystem arbeiten. Und die große Herausforderung, die sich aus Sicht der Wissenschaft dazu stellt, ist, dass wir einfach noch viel zu wenig wissen über diese Personengruppe. Und wenn ich Personengruppe sage, dann ist da eigentlich auch schon mit impliziert, dass wir gar nicht wissen, ist es eine homogene Personengruppe. Wir haben den Bildungsföderalismus, wir haben 16 Bundesländer mit unterschiedlichen Unterstützungsstrukturen und Maßnahmen und Leistungen und unterschiedlichen Verständnissen davon auch, was MultiplikatorInnen-Tätigkeit eigentlich bedeutet, was darunter verstanden wird. Das heißt, wir versuchen gerade dann aus wissenschaftlicher Sicht so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen und einmal zu schauen, welche verschiedenen Verständnisse gibt es eigentlich vom Begriff Multiplikator, wie sind die Personen unterwegs und wie kommen sie in das System überhaupt hinein? Wer ist das? Wer macht Fortbildungen? Wer kann Schulen beraten? Und woher kommt die Qualifikation, die dafür notwendig ist? Werden die Personen gegebenenfalls auch nachqualifiziert? Ganz, ganz entscheidend auch die Frage danach, mit welcher Wirkung agieren sie denn letztendlich im System oder welche Wirkungslogik wird ihnen denn eigentlich unterstellt? Oder wie werden sie, mit welcher Wirkungslogik agieren denn auch die Landesinstitute in dieser Hinsicht, die vor allen Dingen an der Stelle sicherlich verantwortliche PartnerInnen sind? Das sind die Fragen, die uns aus der Wissenschaft beschäftigen, die natürlich aber auch für die Landesinstitute selbst relevant sind. Und dementsprechend sind wir da auch, ich habe den Begriff Partner schon genannt, in einen Austausch gegangen, haben einen Arbeitskreis initiiert mit Landesinstituten verschiedener Bundesländer und haben dort VertreterInnen in regelmäßigen Austausch, um genau diese Fragen zu diskutieren und auch dann in Form einer kleinen Erhebungen erforschen zu können, die Daten dann wiederum aufzubereiten, zurückzuspiegeln, mit den Institutionen, die verantwortlich sind für FortbildnerInnen, für BeraterInnen, zu reflektieren und daraus wiederum Erkenntnisse zu gewinnen für die Qualifizierung und Wirkungen der Personen, die multiplizierend tätig sind im System Schule, was letztendlich dem System Schule selbst und den Personen in der Schule hoffentlich auch zugutekommt, weil dadurch gegebenenfalls Qualitätssicherung auch vorangetrieben wird. Ich will nicht sagen garantiert, aber zumindest mal vorangetrieben wird und aufs Tableau kommt, weil das bisher zumindest aus Sicht der Forschung noch unterrepräsentiert ist. Ja. Manuela, mit Blick auf die Zeit müssen wir, glaube ich, die Runde jetzt leider schon schließen. So schnell gehen 60 Minuten rum. Ich glaube, wir könnten noch ganz viel weiterreden und diskutieren. Mir hat das heute große Freude gemacht. Ich hatte eigentlich geplant, dass jeder von euch noch eine Sache sagen kann, was er denkt, was der Game Changer ist, der sicherstellt, dass Erkenntnisse in beide Richtungen fließen und Transfer gelingt. Das kriegen wir auch jetzt noch mal schnell hin. Also eine Sache von jedem von euch. Wie gelingt Transfer? Ein Stichwort. Florian. Stichwort, zwei Stichworte müssen daraus werden. Empirische Bildungsforschung muss aufpassen und sich mit jeder Studie, die sie in die Schule gehen, genau überlegen, macht es Sinn, weil Kollegen werden langsam müde von den ganzen Erhebungen. Das müsste wesentlich länger sein, aber wirklich aufpassen, jede Erhebung mehr führt dazu, dass in Zukunft kein Wille mehr da ist. Alles klar. Johanna. Ja, ich würde sagen, ein Stichwort. Ja, einen langen Atem haben. Transferprozesse dauern super lange, deswegen dranbleiben und danke. Nicht zu viel aufgeben. Okay, danke. Manuela, ich glaube, deine Perspektive haben wir schon. Also, es tut mir leid, dass ich jetzt so eilen muss, aber die 60 Minuten sind rum. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank an alle Zuschauenden und Zuhörerinnen, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Community Call wieder. Ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Alle wichtigen Links sind im Chat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss und danke in die Runde. Tschüss. Tschüss.